Naja, schauen wir mal, was Hackett für uns hat. Commander Shepard, gibt es etwas zu besprechen? Ich dachte, du wirst mit mir sprechen. Wie bereit sind wir im Moment, Admiral? Ich will nicht lügen, Shepard. In den meisten Sektoren sieht die Sache nicht gut für uns aus. Wir müssen das Tempo anziehen und ein paar Siege einfahren, denn sonst endet die Sache schlecht für die Menschen und alle anderen Spezies. Okay. Klingt ja noch nicht so positiv, aber wir haben noch ein bisschen was zu tun. Was ist mit der zusätzlichen Hilfe, die wir mobilisiert haben? Die Kroganer und Turianer sind natürlich eine große Hilfe. Dass Erdnord Rex sie anführt, ist gut für uns. Und die gerettete Kroganerin verschafft uns die Unterstützung der anderen Clans. Es war gut, dass sie die Bombe auf Tuchanka entschärft haben. Wir hätten die Kroganer verlieren können. Jetzt haben wir sogar Turianer. Das klingt gut. Das ist unser Verdienst. Tja, die Salarianer, das sieht eher schlecht aus momentan. Was ist mit den Salarianern? Auch interessant. Wir haben durch die Hintertür Nachrichten von STG-Einsatzteams bekommen. Sie haben ihre Unterstützung zugesagt. Obwohl ich die Genophage geheilt habe. Laut unseren Informationen gibt es Spannungen zwischen Militär und Politikern. Die STG-Jungs kennen die Lage. Sehr gut. Sie wollen nicht die Salarianische Union gefährden, nur weil eine Dalatras ihren Willen nicht durchgesetzt hat. Das klingt doch äußerst positiv. Was ist mit Arias Söldnern? Arya T'Loak. Hätte nie gedacht, dass wir mal an einem Strang ziehen. Das Bloodpack wird nützlich sein und gewalttätig. Hauptsächlich Watcher heißt es. Ich will gar nicht wissen, wie sie Arias Kooperation erlangt haben, aber es hat sich gelohnt. Gut, eine weitere Einheit und der Fortschritt gegen die Reaper noch. Wissen Sie, was die anderen Spezies gegen die Reaper unternehmen? Ob Sie es glauben oder nicht, Turianer und Kroganer kommen tatsächlich miteinander aus. Erdnord Rex hat Truppen geschickt und die heizen den Reapern ein wenig ein. Die Salarianer klammern sich an Sur Cash, spüren aber auch schon den Atem der Reaper im Nacken. Was ist mit den Asari? Deren Lage spitzt sich zu. Die Reaper rücken rasch vor und wollen ganz offensichtlich Tessia erobern. Interessanterweise lassen die Reaper Parnak in Ruhe, die Heimatwelt der Yak. Kann ich ihnen nicht verdenken, Yak haben Zähne. Wenn wir den Krieg verlieren, beherrschen sie vielleicht den nächsten Zyklus. Man vergisst leicht, dass die Reaper nicht alle Spezies vernichten. Nur die, die eine Bedrohung darstellen. Und da haben die Yak noch ziemliches Glück, weil sie noch als Vorraumfahrerspezies eingestuft werden, wenngleich der Shadow Broker ein Yak war. Und ja, es würde tatsächlich wahrscheinlich so sein, wenn die Reaper erfolgreich wären, dass die Yak dann den nächsten Zyklus dominieren würden. Und so wie die sind, glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass die andere Völker neben sich dulden würden. Naja. Was Neues über Volus und Elkor? Turianer und Kroganer haben Truppen zur Volus-Heimatwelt Irune geschickt. Es reicht vielleicht nicht, aber sie haben die Reaper-Streitkräfte in einen knallharten Bodenkrieg verwickelt. Was die Elkor angeht, die halten sich noch raus. Aber unsere Prognosen sagen, dass die Reaper bald in ihr Gebiet eindringen. Was ist mit den Batarianern? Sie hatten keine Chance. Die Reaper kamen aus dem Portal und griffen sofort an. Und ohne direkte Verbündete. Ich glaube, die Batarianer sind Geschichte. Tja, ich muss sagen, die Batarianer, auch wenn sie immer eigentlich, dadurch, dass sie nicht zu den Ratsvölkern gehört haben, so ein bisschen als die, ich sag mal in Anführungsstrichen, Bösen gezählt haben, die tun mir dann doch unglaublich leid an der Stelle, weil sie dann eben auf verlorenen Posten waren und jetzt sind sie so gut wie nicht mehr. Es gibt nicht mehr viele von ihnen. Haben wir was von den Quarianern oder den Geth gehört? In der Nähe der Geth-Grenze könnte es brodeln, aber unsere Infos sind vage. Je schlimmer es wird, desto schlechter wird auch die Informationslage. Genau, dazu haben wir bisher noch gar nichts gehabt, aber das wird sich noch ändern. Das ist alles, Sir. Informieren Sie mich. Hackett Ende. Wir haben auf jeden Fall mit dem, was wir bisher gemacht haben, schon einen riesigen Sieg erreicht. Und wir sehen, dass unsere Verbündeten hier verschwunden sind, also die für die jetzigen Bündnisse zuständig waren, nämlich Victus und Rex, denn die haben jetzt Besseres zu tun, Wichtigeres zu tun. Ich würde sagen, wir schauen mal in unser Kriegsterminal, und wir sehen, das Minimum ist überschritten. Wir haben jetzt eigentlich schon genug effektive militärische Stärke, um den Reapern
erfolgreich entgegenzutreten. Aber natürlich wollen wir es nicht dabei belassen, ist ja logisch. Gut, schauen wir mal. Alien, da ist nichts Neues dazugekommen. Bei der Allianz haben wir eine 103. Marinedivision. Ich weiß gar nicht, ob wir die komplett neu haben oder nur aktualisiert. Wir schauen nochmal rein. Die alte Redensart, jeder Marine ist ein Schütze, gilt in der Allianz immer noch. Alle Rekruten der Marines, von der Schreibkraft bis zum Scharfschützen, durchlaufen eine Infanterieausbildung. Ich glaube, das hatten wir schon, ne? Da ist wahrscheinlich bloß die Aktualisierung neu. Ja. Biotische Studenten der Grissom Akademie haben sich der 103. Marinedivision als Unterstützungseinheit angeschlossen. Sie konzentrieren ihre Biotik auf Barrieren, die die Marines beschützen und helfen dabei, die Kontrolle über das Schlachtfeld zu behalten. Wir hatten ja die Wahl, wie wir die Studenten einsetzen, und ich glaube, das ist die bessere Wahl dabei. Die sicherere. Katie Sanders. First Lieutenant Katie Sanders kam in den Vorstand der Grissom Akademie, nachdem sie ihre militärische Laufbahn beendet hatte. Als der Überfall von Cerberus auf die Akademie von Commander Shepard vereitelt wurde, schloss sich Sanders den Allianztechnikern an, die am Bau des auf dem Mars gefundenen Proteanergeräts arbeiten. Ihre Vergangenheit als Systemtechnikerin mit Spezialgebiet Synthetische Intelligenz war bei der Entschlüsselung der komplexen Feedback-Systeme, die die Energieabgabe der Waffe kontrollieren, überaus hilfreich. Aktualisiert, einige der technisch versierteren Studenten der Grissom Akademie wurden von Commander Shepard vor Cerberus gerettet. Sie haben sich mit Sanders getroffen und helfen ihr bei einigen der Probleme, die ihr zu schaffen machen. David Archer ist ein weiterer Flüchtling der Grissom Akademie, der an dem Gerät arbeitet. Trotz seiner Jugend haben Archers Theorien über interstellare Kreuzmodulationen ihm sofort den Respekt der Wissenschaftler des Projekts eingebracht. Wir sehen, es trägt echt Früchte, was wir an Entscheidungen getroffen haben. Ach, es ist noch mehr, okay, Jack. Ist noch eine extra Einheit. Jack, früher bekannt als Subject Zero, ist vielleicht die begabteste Biotikerin ihrer Zeit. Nachdem sie Shepard bei der Vernichtung der Kollektoren geholfen hatte, wurde ihr von der Allianz eine Stellung als Ausbilderin an der Grissom Akademie angeboten. Sie nahm aus ganz persönlichen Gründen an und verbesserte bei der Arbeit mit den Studenten auch ihre eigenen Fähigkeiten. Grissom-Vorstandsmitglied Kaylee Sanders hat Jacks dynamische, wenn auch unorthodoxe Lehrmethoden immer unterstützt, weil sie von den Fortschritten beeindruckt war, die die Studenten unter der eigenwilligen Biotikerin machten. Gut, was haben wir beim Teagle Neues? Raketenwerfer Javelin, stimmt, die hatten wir gefunden. Die von der Allianz entwickelten Javelin-Raketen setzen beim Aufschlag dunkle Energie frei. Dadurch werden vernichtende Raumzeitstörungen ausgelöst, verstärkte Warpfelder, die die Molekülbindung des Ziels aufheben. Das klingt ungesund. Nach mehreren Treffern mit diesen Raketen bricht sogar die stärkste kinetische Barriere zusammen. Die Allianzforschung hat mehrere Fabriken auf den Kolonien mit der Herstellung von Javelin-Raketenwerfern beauftragt, um alle Schlachtschiffe der Bündnisflotte damit auszurüsten. Klingt gut. Ich weiß bloß nicht, inwiefern das zu den Teagle-Einheiten gehört. Naja. Ex-Cerberus. Oh. Cerberus-Forschungsdaten. Ach so, ich dachte schon. Daten aus einem Cerberus-Forschungslabor enthalten Berichte über Zusammensetzung und Stärken verschiedener Reaper-Einheiten. Allianzwissenschaftler überprüfen die Informationen, aber sie scheinen echt zu sein. Damit könnten VIs des Allianzmilitärs sie zur Entwicklung von Strategien gegen die Bodentruppen der Reaper heranziehen. Cool. Die Kroganer, große Einheit. Wenn wir uns das anschauen, nur die Allianz ist noch ein kleines bisschen größer als die die kroganische Stärke. Und die Kroganer sind doppelt so stark wie die Turianer. Erdner Drax, ja, 30. Erdner Drax hat 2183 beim ersten Invasionsversuch der Reaper an der Seite von Commander Shepard gekämpft. Danach kehrte er nach T'Chanka zurück und stieg in den Folgejahren zum Anführer seines Clans auf. Er vertritt moderne Ansichten und möchte die Kroganer als Ganzes stärken. Konservative Elemente sind dagegen, aber die Nachricht von der erfolgreichen Heilung der Genophage hat ganz T'Chanka fest unter Rex' Führung vereint. Er gilt nicht nur als Kämpfer, sondern auch als Retter, und die Kroganer werden ihm nun in den Kampf gegen die Reaper folgen. Und ich kann an der Stelle auch mal sagen, dazu verliere ich gleich Worte, wenn wir die Kriegsaktivposten angeschaut haben. Erste Kroganer-Division. Die erste Kroganer-Division ist ein Zusammenschluss von Infanterie und Fahrzeugen, der hektisch zu einer einzigen Koalitionsstreitmacht formiert wurde. Die Befehlskette ist nach Clans unterteilt, wobei Vertreter jedes Clans als Offiziere gelten. Trotz uralter Differenzen entwickelt sich unter den Kriegern der Division aufgrund des gemeinsamen Kampfes gegen die Reaper ein echter Kameradschaftsgeist. Kroganer verschiedener Clans tauschen Ausrüstung, Geschichten und sogar mal einen festen Rünkohl aus. Wow, die werden ja noch richtige Kampfbrüder, verrückt. Kroganische Clans. Die jahrhundertelangen Kämpfe der Kroganer nahmen ein plötzliches Ende, als die Nachricht von einem Heilmittel für die Genophage bekannt wurde.
Die Clans von T'Chanka wollen ihre neu gewonnene Zukunft bewahren und haben sich zusammengetan. Zum ersten Mal seit den Rachni-Kriegen. Sie haben außerdem seit Jahrzehnten Massenvernichtungswaffen gehortet, die sie jetzt zum Glück gegen die Reaper richten können, statt gegen T'Chanka. Aufgrund ihrer Stärke, Größe und Regenerationskräfte sind Krogane ideale Stoßtrupps. Der Ödnot-Clan. Der Ödnot-Clan ist zum inoffiziellen, aber unangefochtenen Vertreter der Krogane vor dem Rest der Galaxie geworden. In den letzten 10 Jahren haben die Ödnot-Krieger die Clans Nakmor, Jurdon, Quash und sogar den berüchtigten Ryke-Clan übernommen oder ausgelöscht. Das Auftauchen einer fruchtbaren Ödnot-Frau hat noch mehr Kroganer dazu gebracht, unabhängig von Clan-Zugehörigkeit dem Ödnot-Banner zu folgen. Und schließlich kroganische Söldner. Viele Kroganer sind losgezogen, um in den gesetzlosen Terminus-Systemen ihr Glück zu machen. Ihre beeindruckende Erscheinung und ihre berüchtigte Brutalität ließen sie zu gut bezahlten Leibwächtern und Söldnern werden. Als die Nachricht von einem Heilmittel für die Genophage bekannt wurde, wurden diese Männer von ihren Clans kontaktiert und dazu angehalten, sich Shepards Truppen im Kampf gegen die Reaper anzuschließen. Nach Jahrhunderten sinnloser Prügeleien und trüber Zukunftsaussichten folgen Kroganer überall diesem Ruf. Und schließlich die Turianer noch. 43. Marinedivision der Turianer. Die 43. Marinedivision der Turianer wurde während der Vereinigungskriege gegründet, die vor über 2000 Jahren auf Pelevan tobten. Die 43. hält aktiven Kontakt zu anderen Ratsvölkern und führt gemeinsame Manöver mit Asari, Salarianern und neuerdings der Allianz durch. Das Wissen, wie Verbündete kämpfen, ist von Vorteil, weil die Truppen der 43. über die Disziplin und die Erfahrung verfügen, sich auf jedem Schlachtfeld in jede Armee zu integrieren. Die 7. Flotte der Turianer. Die 7. Flotte der Turianer erhielt das Privileg und die Bürde, den Tigel während seines Baus und der Verbringung zum Einsatzort zu bewachen. Die Flotte patrouilliert pausenlos rund um das gewaltige Gerät, koordiniert mit der Allianz und VI-gesteuerten Gegenspionageprogrammen. Die 7. Flotte weiß, was es für die Galaxie bedeuten würde, wenn die Reaper ihre Verteidigung durchbrechen. Jeder Kapitän ist bereit, das ultimative Opfer zu bringen, um die Sicherheit des Tigels zu gewährleisten. Blackwatch der Turianer. Blackwatch ist ein Team von außergewöhnlich fähigen Elitesoldaten, das auf Missionen geschickt wird, die die Sicherheit von Pelevan selbst betreffen. Es wurde auf Befehl von Primarch Adrian Victus von der Heimatwelt abgezogen, der die Truppe an weniger hoffnungslosen Schauplätzen in der Galaxie einsetzen wollte. Die meisten Operationen von Blackwatch sind geheim, aber es wird allgemein akzeptiert, dass sie die höchste Erfolgsquote von allen turianischen Einheiten der Geschichte haben. Es gibt Gerüchte, dass Saren Arterius zu Blackwatch gehört hat, bevor er zum Spectre wurde, aber das ist angesichts seiner Jugend, als er zur turianischen Armee kam, eher unwahrscheinlich. Und Turianisches Technikkorps? In einer Gesellschaft, in der Militär und Regierung praktisch gleichbedeutend sind, ist das Turianische Technikkorps für alles zuständig, von der Instandhaltung der Gehwege bis zum Bau von Raumhäfen. Es wurde über Pelevan hinaus bekannt, als es die Reparaturen der durch die Sovereign angerichteten Schäden an der Citadel in Rekordzeit abschloss. TTK-Techniker betrachten den Tigel als größte Herausforderung ihrer Karriere und haben mit ihrem Können und ihrer Ausrüstung den Bauprozess spürbar beschleunigt. Das sind die neuen Truppen, die wir haben. Da ist einiges an Unterstützung dazugekommen. So, und bezüglich der Kroganer noch einige Worte zu verlieren. Da gibt es viele Einflussfaktoren, viele Entscheidungen von uns fließen damit rein. Einerseits natürlich Melons Forschung. Wir haben es von Mordin gehört, wenn Melons Forschung nicht gewesen wäre, wäre Iva gestorben. Das heißt, die wäre nicht mehr da und die ist unglaublich wichtig, um die Kroganer-Clans zu einen. Das haben wir auch gehört. Hast du die Videos von dem Schlund gesehen, der den Reaper erledigt hat? Mann, da wäre ich gern dabei gewesen. Ich bin bloß froh, dass die Diplomaten das Schiff verlassen haben. Ein Kroganer und ein Turianer im selben Raum, das muss ja fast in einem Kampf enden. Ja, ich weiß nicht, ob es so ratsam ist, da mit dabei zu sein bei dem Dreschschlund. Nee, aber es ist... Wo war ich gerade? Ich hab's vergessen. Achso, es ist so wichtig, dass Iva dort mit dabei ist, weil wir haben es gesehen am Anfang der Mission zur Heilung der Genophage. Die Männer, die streiten sich halt unentwegt und wollen sich an die Gurgel springen. Und Iva ist halt einfach eine neutrale, unglaublich starke Respektsperson, die die auf Kurs hält. Und wie es auch bei den Menschen so ist, dass die Frauen manchmal die Männer auf Kurs halten müssen, so ist es auch bei den Kroganern und dort noch umso wichtiger. So, dann haben wir natürlich die Entscheidung, auf Würmeier im ersten Teil Rex nicht zu töten. Das bedeutet, dass Rex da ist und er ist halt die starke Persönlichkeit, die die Kroganer auf dem modernen Kurs hält, auf dem zivilverträglicheren Kurs sozusagen. Wenn wir ihn getötet hätten, wäre Reef der Anführer gewesen und wir haben gesehen, wie Reef war. Jetzt ist er tot. Gut.
ist, glaube ich, wirklich kein Verlust für die Kroganer. Aber wir haben gesehen, wie Reef war. Da hätte ich das verstanden, was die Dalatras gesagt hätte. Ja, und dann die dritte Entscheidung, natürlich die Genophage tatsächlich zu heilen. Das hätten wir ja auch nicht tun müssen. Aber ich glaube, das ist umso wichtiger und schafft umso mehr Vertrauen, dass wir es wirklich gemacht haben. Auch für die Zeit nach dem Kampf gegen die Reaper. Denn wenn die Kroganer dann mitgekriegt hätten, hey, die Genophage ist gar nicht geheilt, dann hätte es umso mehr Krieg gegeben, glaube ich. Und das wäre umso blutiger geworden. Also viel, was Kroganer, da reinspielt. Admiral Hackett hat ihre Hilfe bei einer Jägerbasis von Cerberus auf Noveria angefordert. Oh Mann, da gibt's wieder einiges an Cerberus-Aufträgen, an kleineren. Das werden wir beim nächsten Mal damit angehen. Wir schauen jetzt das nochmal kurz hier Mails an. Und dann machen wir nochmal einen Rundgang übers Schiff, ob sich da irgendwas geändert hat. Ihre bedauerliche Entscheidung, das klingt wie von der Dalatras. Natürlich, von Dalatras Linron. Commander, ich bin von Ihrem Vorgehen auf T'Chaka schwer enttäuscht. Ich dachte, ich hätte klar gemacht, dass die Heilung der Genophage langfristige Konsequenzen nach sich zieht. Wenn die Reaper-Bedrohung beseitigt ist, sind unsere aller Streitkräfte so weit aufgerieben, dass keine Spezies der Galaxie die wiedererstarkten Kroganer aufhalten könnte. Außerdem werden die Kroganer mit Sicherheit Rache für die Genophage nehmen wollen und die Salarianische Union gehört dann zu ihren ersten Zielen. Und wenn dieser Tag kommt, Commander, klebt das Blut meines Volkes an ihren Händen. Och, bla. Ich schäme mich, dass unser eigener Wissenschaftler sein Leben geopfert hat, um ihre Befehle auszuführen. Dies ist ein schwarzer Tag. Nicht nur für meine Spezies, sondern für die gesamte Galaxie. Dalatras Linron, Salarianische Union. So ein schwarzmalerisches, dummes Gequatsche, ganz ehrlich. Du bist die Einzige, die ihr Schwachsinn macht und labert. Babys machen, natürlich von Erdner Drax, von eben sonst. Shepard, Babys machen wird wieder Spaß bringen. Sobald der Krieg vorbei ist, werde ich meinen Beitrag dazu leisten, dass unsere Anzahl rapide ansteigt. Sie haben zu uns gestanden und ich bin stolz, dass wir befreundet sind. Iva ist im Käfigtal, um die Unterstützung der anderen Clans zu bekommen. Sie wird eine großartige Anführerin sein. Die meisten Männer werden es nicht mögen, dass ich die Macht mit ihr teile, aber Pech gehabt, ich bin der Chef. Wir gehen jetzt und retten die Turianer, die haben nämlich offensichtlich vergessen, wie man ein Gewehr hält. Beeindruckende Arbeit von General Corinthus. Ach ja, das war der Mann auf Menae, auf dem Mond. Commander Shepard, als wir auf Menae eintrafen, leuchtete mir zunächst gar nicht ein, was es unserem Kampf gegen die Reaper nutzen sollte, wenn sie mit einem unserer besten Generäle davonfliegen. Doch nun sehe ich, wie Turianer und Kroganer gemeinsam mit einen Reaper-Zerstörer ausschalten und muss zugeben, dass ich beeindruckt bin. Sie haben ein Bündnis zustande gebracht, das viele für unmöglich gehalten hatten. Vielleicht kann Padawan doch noch gerettet werden. Respektvolle Grüße, General Corinthus, Menae-Kommando. Kämpfe noch, von Shiala. Sehr geehrter Commander Shepard, ich weiß nicht, ob Sie die Artikel schon gelesen haben. Die Einwohner von Zeus Hope kämpfen wieder. Aber diesmal gegen die Reaper, nicht gegen die Geth. Ich bin nicht sicher, ob Sie sich noch an mich erinnern. Sie haben mir auf Ilium geholfen, als wir medizinische Probleme hatten. Der Turianer ist jetzt tot, das kann ich bestätigen. Aber die Sporen in unseren Körpern sind noch da. Und irgendwie sind wir auch noch alle miteinander verbunden. Das ist nicht unbedingt etwas Schlechtes. Wenn wir gegen die Reaper kämpfen, spüren wir uns gegenseitig, handeln wir ein Mann und ignorieren den Schmerz, wenn es sein muss. Ich bin sicher, dass ich nach wie vor indoktriniert bin. Ich erinnere mich an die Stimme der Sovereign in meinem Kopf, als ich willentlich als Handlangerin zu dem Turianer ging. Aber meine Verbindung zu den Bewohnern von Zeus Hope ist stärker. Sie überlagert die Stimmen der Reaper. Und wieder kann ich nur sagen, die Natur besiegt die Technik. Wieder ist dass die Verbindung durch den Turianer, obwohl er tot ist, stärker als die Verbindung durch die Indoktrination der Reaper. Und wir haben es ja auch auf T'Chaka gesehen, dort hat auch die Natur die Technik besiegt, der Dreschschlund hat den Reaper vernichtet. Diese Situation ist alles andere als perfekt und zudem gefährlich. Vielleicht sollten sich die Kolonisten zu ihrer eigenen Sicherheit trennen. Andererseits kämpfen selbst die Untrainierten mit einem gemeinsamen Bewusstsein so gut wie erfahrene Spezialeinheiten. Wir sind stark. Ich habe ihre Hilfe nicht vergessen und auch nicht, dass sie mich verschont haben. Wir werden Pharos bald verlassen und dann kämpfen wir auf derselben Seite wie sie. Shiala. Ist das nicht schön? Wieder unsere Entscheidungen, die ein positives Ende nehmen. ANN-Alarm. Neuer Artikel über Reaper von Automatische Index VI. Pharos. Eine Gruppe von Kolonisten auf Pharos hat eine Verteidigungsstellung gegen herannahende Reaper-Truppen errichtet und so lange gehalten, bis den Zivilisten aus Kolonien in der Nähe die Flucht geglückt war.
Die inoffizielle Miliz von Zeus Hope, die angeblich aus Überlebenden eines furchtbaren Geth-Angriffs von vor einigen Jahren besteht, hat die ersten Landungsversuche der Reaper mit einer militärischen Kompetenz zurückgeschlagen, die man eher von erfahrenen Zügen erwarten würde. Die Kolonien haben nur improvisierte Waffen, und etwas Nachschub, der aus einer verlassenen Anlage von Exogeny geborgen wurde. Diese Kolonie ist unsere Heimat, sagte Koloniesprecherin Lisbeth Bainham. Wir haben schon Schlimmeres durchgemacht und wir sind im Kampf gut aufeinander eingespielt. Es wird davon ausgegangen, dass die Kolonie vor dem Eintreffen weiterer Reaper-Streitkräfte vollständig evakuiert werden kann. Von Allianz News Network, ihrem Informationspartner. So sieht's aus. Das klingt doch echt positiv. Ein neuer Kriegsaktivposten für uns, die Kolonisten von Zeus Hope. Gut, und dann würde ich sagen, schauen wir erstmal auf den Crewdeck vorbei. Ja, haben wir jetzt eigentlich Mordin hier mit draufstehen? Mal kurz schauen. Ja, Mordin Solus. Da steht er. Links, vierter von unten. Die Liste wird sich noch leider erweitern und auch in diesem Teil wird es noch Leute geben, die sich opfern müssen, damit unsere Mission erfolgreich wird. Es wird nicht einfacher. Leider. Leider wird es nicht einfacher. Okay, wir schauen nochmal kurz, ob sich irgendjemand hier zufällig verkrochen hat. Kann ja sein. Aber nein, sieht nicht so aus. Ich denke, auf dem Klo wird wohl auch keiner sein. Nee. Wäre auch ein bisschen seltsamer, wenn man die Leute auf dem Klo überraschen könnte.